Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Jurassic World The Game. Ich bin so sauer, das glaubt ihr mir gar nicht. Man bekommt es mal nicht mit, wenn man die Folgen so hochlädt. Aber erst einmal, nicht der Rant hier, dass ich hier gerade in einer scheißmisslichen Lage bin, Bußgeld zu zahlen habe, kein Geld über YouTube verdiene, nur über euch Patreon-Member und so weiter. Das ist das dritte Mal, dass ich die Folge aufnehme. Und zwar, zweites Mal, weil in der ersten Aufnahme, ich war unzufrieden, ich habe mir gedacht, nein, da zahlen Leute Geld dafür, dass ich jetzt die Folge mache. Wirklich, ihr zahlt jetzt wirklich Geld dafür, dass ich diese Folgen mache. Und dann bringe ich den wirklich so schlechtes Gameplay rüber. Und dann vor allem erzähle ich, aber habe nicht vorgeplant, strukturiert. Und da habe ich gemerkt, das macht mich aus. Das muss ich wieder mehr bringen. Struktur, klares Ziel im Video verfolgen. Und währenddessen, sage ich jetzt einfach mal, spannende Zusammenhänge erzählen und was weiß ich. Und dann daraufhin, ne, will man mir folgen und zuhören und findet mich empathisch und was weiß ich alles. Und das andere war, dann habe ich mir gesagt, habe ich die Folge nochmal aufgenommen, habe es besser gemacht, habe zwei Sachen vergessen zu erwähnen. Aber das ist es gar nicht, wieso ich die Folge nochmal mache. Ich mache die Folge nochmal, weil die Aufnahme dann einfach am Ende kaputt war. Naja, egal. Willkommen bei Jurassic World The Game. So, was wir jetzt nicht machen, ist, dass wir die Kreaturen vom letzten Mal, die wir für Rexy gebraucht haben, uns holen und kaufen. So, andere Sache ist, wie gesagt, ich bin immer noch von euch Patreon-Member unheimlich abhängig. Ich denke, wir kriegen so drei Folgen noch hin. Wie ich es genau machen werde, müssen wir mal schauen, ob ich da die Folgen jetzt ein bisschen aufteile für den nächsten Monat, weil ich denke mal, ihr habt keine Lust, Anführungsstrichen, bis September, Oktober mich zu unterstützen finanziell, aber dann kriegt ihr nur in einem Monat Videos. Das ist ja auch Schmarrn, ne? Sonst, ich... Erst einmal vielen lieben Dank an euch alle. Ich lese mal alle vor. Zwei davon sind free dabei, also die sind nicht mehr bezahlend, aber ich werde einfach mal alle, die jemals in der Geschichte von alt nach jung vorlesen, die jetzt mir bereit waren, da zu joinen. Und verlinkt ist es wieder in der Beschreibung. Ihr könnt mir auch einfach auf meinem Discord folgen, da ist auch mein PayPal verlinkt. Ihr könnt mir auch einfach eine einzelne Spende. Wie gesagt, ich muss einfach nur ungefähr, was die Videos jetzt machen würden, auf den Wert kommen, dann kann ich schon mal bis Oktober bringen, sonst, wenn ich ab Oktober hoffentlich wieder meine Monetarisierungsrechte habe, geht's ab da weiter. Weil das Game macht doch Spaß und wir haben einen klaren Plan, zu dem ich gleich noch weiterkomme, aber vielen lieben Dank erstmal, wie gesagt, für euch, und zwar Lukas Hanks, Mr. Smiley, East Cheese, Fabi, Fischsalat, Carol, habe ich gehört, wird's ausgesprochen, und Cheyenne Luca. Gerade Carol und Fabi, ihr habt das höchste Abo, das teuerste Abo ausgewählt. Ja, was soll ich sagen? Vielen lieben Dank. Hammer. Einfach nur Hammer, dass ihr wirklich bereit seid, mir so viel Geld hier hinterher zu werfen, auf gut Deutsch, damit ich euch hier dieses Projekt weiter liefern kann, weil ihr das von früher so vermisst habt. So, jetzt zurück zum Spiel. Ihr erwartet was, das kann ich nicht bringen. Also, die Folge kommt auch zu spät online. Geplant war 9 Uhr, wir haben es jetzt 9 Uhr. Ich hoffe, ich kriege sie noch vor halb 10 online. Thumbnail wurde auch schon geschickt. Ach ja, genau, das ist die nächste Sache. Leute haben sich gemeldet, dass sie mir Thumbnails einfach machen wollen. Wie toll ist das denn? Shinyago macht die aktuell und ich finde die super schön. Sie bringt es genau auf den Punkt. Sollen so richtig schon überreizt, übertrieben sein, aber gleichzeitig nur Inhalte, kein Clickbait, Inhalte aus dem Video kommen vor. Fertig. Wunderschöne Bilder. Ich könnte es nicht besser machen. Was da die Handy-Apps mittlerweile alles schaffen, wie sie für dich in kürzester Zeit ausschneiden. Ich habe ihm gesagt, ja, ich hoffe, es reicht, wenn du das Video anguckst und daraufhin das Thumbnail machst. Er macht so ein Meisterwerk. Wie geht das? Ich musste noch mit Radierer ausschneiden. Das bin ich gewohnt. Das sind meine Zeiten. So, ich will den Bagehesaurus. Orpha Cerapsis können wir vergessen. Die zwei Kreaturen hier kriege ich gerade nicht. Das sind Limitierte, die man nicht bekommt. Bagehesaurus dagegen, das ist machbar. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Schmarrn und Scheiß und schade, aber Fakt ist folgendes. Eigentlich hatten wir Bagehepeton vorhin nicht. Ich wollte es ein bisschen cool und spannend machen. Edafo hätten wir. Können wir im nächsten Folge auf Level 40 machen. Den haben wir. Den haben wir tatsächlich. Kann man hochholen. Kann man hier ausleveln. Bagehepeton haben wir nicht. Aber vorhin hat man halt dann gesehen, oh, einer zum Ausbrüten, oder beziehungsweise da steht da, dass er nicht neu ist für mich. Ja, ich habe einen und jetzt kommt es nämlich. Man kann ihn entweder in diesem neuen Paket dann da vielleicht bekommen. Oder es gibt gerade das mächtige Amphibientour. Haha, und was kann man da kriegen? Geil, man kann hier zu 6% Bagheer-Peton bekommen. Und den habe ich. Das müsst ihr euch so vorstellen. In meiner ersten Folge, wo ich unzufrieden war, habe ich den gar nicht freigeschalten gehabt. Dann habe ich mir gedacht, gut, ich mache Off-Cam mächtige Amphibien. Habe das zweimal gemacht, habe ihn einmal bekommen und danach habe ich mir die Folge angeguckt und habe gesehen, oh shit, nein, die ist echt kacke. Und daraufhin habe ich dann die Folge eben da aufgenommen und gezeigt, den haben wir schon mal bekommen. Und es ist kein Scheiß, ich habe jetzt einen Dinosaurus in der Folge dann bekommen von diesem Event. Und ja, Limitierte ist dann gar nicht so unwahrscheinlich, ne, zu bekommen. Aber ich habe jetzt von zwei von drei Fällen jeweils einen Limitierten bekommen. Aber die Auswahl sind ja auch nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also, ne, 1 zu 9 kriegt man ihn und dann muss man noch die Quote dazu zählen.
Ja, gut. Muss noch mal gucken, wie viel das dann tatsächlich an Wahrscheinlichkeit ist. Fakt ist nur, ich könnte mir gut vorstellen, dass es sehr unwahrscheinlich wird, ihn es noch ein weiteres Mal zu bekommen. Aber eigentlich ist die Quote gar nicht so bad, weil die Bronzenen kriegt man nicht so wahrscheinlich. Wir werden wieder Gyros Fan-Event die Folge machen. Wir werden wieder eins machen. Ich hoffe, ich vergesse jetzt an sich nichts. Wir haben auch Echo Level 30 gemacht. Ich kann mir mal ganz kurz anschauen. Hier, da ist er. Ihr seht, ich speed gerade ein bisschen durch. Ist doch nicht so toll wie sonst. Hier auch, bam. Echo wetteiferte mit ihrem Rudelgefährten Blue schon früh um die Vorherrschaft über die Raptoren. Keine Ahnung, ob das Fakt ist. Wie gesagt, manche Infos, ne? I don't know. Andere Fakt ist, dass wir definitiv, ich bin sehr, sehr sicher, dass wir den Battle Pass schaffen, diese Season. Was sind denn das jetzt noch? Vorne da ist 4500 Punkte. Ach ja, so ungefähr 4500 Punkte, ne? Ja, ein bisschen weniger jetzt. 3455, um zu genau zu sein. Und ja, und hier, Rexy war an dem Platz, wo eben Blue war, was die ich verschoben habe nach da hinten. Das war auch die Frage von letztem Mal. Genau. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie viel es wert ist, einen Limitierten für Futter auszutauschen beim Handel. Ist basically nicht mehr wert, als Münzen für den Handel auszutauschen. So, jetzt aber direkt zum Fokus. Ihr seht selber, wir haben was vor. Wir wollen Bargehe Suchus freispielen. Ich hoffe, es ist immer noch so, wenn man ihn zweimal aus dem Kartenpaket zieht, hat man ihn freigeschalten. So war es doch mal hier beim Indominus Rex Gen 2, den wir jetzt auch mitnehmen. Oder habe ich das falsch im Kopf? Bitte korrigiert mich, falls es so ist. Scheint bisher nicht gut. Wir kriegen keine Flyer und man braucht. Flyer sind schon wichtig. Ich habe zwar in der Folge auch ohne Flyer geschafft, aber Flyer sind schon ein Vorteil im Event. Man kriegt viele Amphibien als Gegner. Deswegen ist Indominus Rex Gen 2 jetzt einzige Fleischfresser, den ich mitnehmen werde. Sonst kein Fleischfresser. Bargere Peton nehmen wir gleich mal mit. Schon wieder. Ah, scheiß Allergie. Ich hoffe, es ist nicht übersteuert im Video. Eieiei. Oh, der Rex ist so gut. Der ist so gut. Aber wie gesagt, nicht so viele Fleischfresser mitnehmen. 800 Damage auf 1000. Nee. Meteorinchus ist besser. Oh, nicht so viel Fleischfresser, aber ein Flyer. Der ist jetzt nicht so toll. 400 mehr Damage hat er ungefähr. Ein bisschen weniger als 400 mehr Damage. Und dafür fehlen ihm 1200. Ja, das kommt ungefähr aufs Gleiche. Aber Flyer ist. Ich brauche einen Flyer. Oh, zwei Flyer. Aber der hat ja auch schon wieder. Jawohl. 300 mehr Damage. Mehr als 300 mehr Damage. Und dafür fehlen ihm auch. 1500. Boah, ein Untersuchus wäre schon besser. Wir haben nicht eine Sache gegen, ich sehe es gerade, gegen Flyer selber. Gegen Flyer selber haben wir dann nur auch einen Flyer oder ein Dominus Rex Gen 2. Ja, wir müssen noch einen Flyer mitnehmen. Noch ein Amphibius. Nicht schön. Nicht schön die Aufstellung. Mal gucken, was wir draus machen können. Aber nach dem ersten Kampf werde ich euch gleich was sagen, was meiner Ansicht nach Gyrosphären, den Effekt von Gyrosphären, den Spannungseffekt sehr kaputt macht. Aber jetzt erstmal zum Kampf. Ihr merkt sehr eine Folgenlast, also sehr spiellastige Folge. Kommen jetzt nicht wirklich so zum Gequassel. Zum quasi Gequassel, was ich euch versprochen habe auch. Der Indominus sollte es im Alleingang schaffen. Aber ich nehme trotzdem mal die Flugsaurier noch mit. Ja, genau. Machen wir trotzdem. Ja, aber man sollte einfach mal gucken, nicht immer nur darauf zu achten, was man selber falsch macht. Ich lebe gerade einen kleinen Selbsthass mit mir aus, muss ich sagen. Ach, wir one-shotten ihn nicht. Ich habe sehr aggressiv gegen die Bots gespielt und dadurch gewonnen. Ich war es erst gewohnt, da habe ich sehr reingeschissen, passiv zu spielen. Hätte ich jetzt gegen ihn machen müssen. Aber ich habe gemerkt, wenn man entweder gleicher Level ist oder niedrigerer Level, dann spielen sie erst aggressiv, was jetzt auch gerade der Fall hier ist, ne? Wie Aramburgiania, der ist auf gleichem Level wie wir. Sonst spielen sie gar nicht so aggressiv. Und dann musst du eher aggressiv gehen, weil sie hoffen, dass du viel Verteidigung gesetzt hast oder sowas so ähnlich. Das ist ganz interessant. Also das ist eine Sache, die ich jetzt bei Bots aktiv gesehen habe. Ich hoffe, die stimmt. Am Ende ist natürlich irgendwo immer ein Luck-Faktor dabei. Aber jetzt spielt er auch. Er ist höheres Level und spielt aggressiv. Ja doch. Und davor waren sie niedriges Level und passiver gespielt. Mal schauen, ob ich das die Folge beweisen kann. Ich werde sterben. Der Indominus Rex wird jetzt schon wieder sterben. Verdammt. Das ist richtig schlecht. Ich hätte wechseln sollen. Wenn der Bot weiß, dass er einen töten kann, dann tötet er auch einen. Der hat 3 Punkte nächste Runde. Egal, ob ich zu einer Verteidigung gehe oder nicht, dann der tötet einen. Scheiße. Ich habe einmal zu viel gesaved. Einmal hätte ich mehr in Defense gehen sollen.
Ja, haben wir unseren Dominus Rex schon verloren, ne? Short. Richtig, richtig short. Ja. Das ist auf jeden Fall so. Ah, shit. Also wäre cool, wenn das einer beantworten würde. Vielleicht kriegen wir ihn auch gezogen. Ich hoffe drauf, dass er ein Bagheesaurus. Okay, Baryonyx ist mal kurz weg. Auch hier bekommen wir Folge. Wenn man ihn zweimal freispielt, was heißt freispielt, zweimal erhält, dachte ich, ist die Kreatur freigeschalten. Das wäre natürlich praktisch. Dann könnten wir endlich Bagheesaurus machen, weil ich ja den Bagheesaurus hätte dann. Und wenn wir den Bagheesaurus haben, dann... Oh, Tyrannolophosaurus, cool. Und wenn wir den haben, haben wir endlich eine Amphibie, die mit unseren stärksten Kreaturen mithalten kann. Rhynchenia, ist das... Eine limitierte an sich oder ein Oviraptor-Hybrid? Kann ich jetzt nicht sagen. Es ist kein Hybrid. Wäre lila, ne? Wäre lila mit der Hand. Ja, jetzt gibt es hier Team Verwalten. Ihr könnt einfach reviven. Für nicht mal viel Dollar. Ich finde 200 ist nicht viel. Ich probiere es mal ohne. Aber ich denke, ohne werden wir nicht komplett schaffen. Aber ich probiere es mal ohne. Erstmal. Colasuchus ist so oder so Two-Shot. Wenn ich den hier auch nehme, dann nehmen wir den Schwächeren mit. Und dann nehmen wir beide Amphibien mit. Meteorynchus, 50% mehr Attack. One-Shot jetzt beide. Das ist super. Ach ja, und ich bin auch mega ausgelockt von heute. Ich glaube, ich habe einen Sonnenstich mir auch eingefangen. Deswegen bin ich jetzt so kurz vorm Schlafen gehen so aufgeladen, weil ich merke, wie fertig ich eigentlich bin. Und davor ist einfach wie betäubt war, wisst ihr? Wie betäubt war. Ja, heute war ich mit, weil ich arbeite ja an der Schule. Ich habe einfach mit denen auf einer Radeltour bei dieser geilen Hitze heute. Nice, Mann. Boah, der sieht aber cool aus, der Tyrannolopho. Der sieht sehr cool aus. So, er hat noch einen Punkt. Danach hat er zwei Punkte. Ist okay. Nehme ich in Kauf. Hat auch auf Verteidigung den einen Punkt. Super Trade. Einfach nur schauen, dass du so viel Punkte, so wenig Punkte wie möglich einsetzt und der Gegner so viele Punkte wie möglich einsetzt. Das ist simple Strategie in diesem Spiel. So zwei Punkte hat er. Wenn ich jetzt wechseln sollte, wechselt er wahrscheinlich auch. Hat er beide Punkte auf Verteidigung? Nach meiner Theorie, weil ich jetzt höherer Level bin, würde ich sagen, hat er nur eine Verteidigung. Ja, und gar keinen. Es ist doch wirklich so, wenn du ein höheres Level bist, spielen sie vorsichtiger. Boah, der sieht ja geil aus. Holy shit. Mega cool aus. Mega cool sieht der aus. Wow. Ah, der Oviraptor ist stärker, ne? Können wir Oviraptor eigentlich Level 40 machen? Wie ist das? Ne, warte mal, den habe ich Level 40, ne? Jetzt nehme ich so wenig. Das ist voll die starke Kreatur, ne? Fucking VIP. Aber bisher läuft es ja ganz gut. Das war jetzt flawless. Flawless, weil wir die Bot-Psychologie ausgespielt haben. Schaut mal, drei Amphibien. Wie gut, dass wir zwei Flyer haben. Dann gehen wir direkt rein. Aber direkt. Eins, sechs, eins, drei werden wir dann bei 1,8. 1,8 werden auch drei in Attack. 1,6, 2,4, auch jeweils das Punktzahl ist bei beiden gleich viel zu investieren. Ist wurscht. Ja gut, bisher ist der Indominus Rex Verlust nicht so schlimm. Aber wie gesagt, Kompromiss wäre bei mir eher, du darfst Kreaturen heilen können mit Dollarscheinen, was man auch hier kann, was nur 50 Dollar weniger kostet als Wiederbeleben. Aber Wiederbeleben nicht. Ich finde das einen riesigen Risikofaktor hier weg. Du willst, kannst sie einfach traden lassen, 200 Dollar, zack und weiter geht's. Also man gibt Dollarn so viel Macht in diesem Spiel. Gibt den Dollarscheinen so viel Macht über dich. Die können dir so viel retten, so viel ausgleichen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, aber er ist ein bisschen aggressiver am Spielen. Wahrscheinlich denkt er ist stärker als wir. Der Gefährlichkeitsgrad wird es wahrscheinlich machen, ne? Zwei werden ihn töten. Das heißt aber auch, er hat den einen auf Defense, ne? Ne, hat er nicht. Okay, hat ihn gesaved. Mist. Ja, irgendwas wollte ich jetzt gerade noch dazu sagen. Ist auf jeden Fall wenig Damage, den wir bekommen. Ganz wenig Damage nur. Ja, mit dem Dollar finde ich halt schade. Ach ja, dadurch gewichtet letzten Endes das letzte Match am allermeisten.
Also das allerletzte Match, das ist dann sehr schwierig. Das ist die Herausforderung. Da heißt es alles oder nichts auf gut Deutsch. Da kannst du alles verlieren bis dahin oder halt gewinnen. Aber alles davor, wie du bis dahin, bis du dahin kommst, könnte relativ egal sein, wenn du Dollar ausgibst. Das finde ich halt äußerst schade. Zack, Alter. Ich denke, den Flyer wiederbeleben müssen wir. Aber wir gucken jetzt mal, was das nächste Gegnerteam ist. Da ist jetzt doof. Zwei Amphibien wäre riskant. Da ist der Sekodontognathus zu große Gefahr. Zum Dominus oder Geus Sternbergia? Dominus ist schon stärker. Nehmen wir den Dominus nochmal. Und ach ja, genau. Tauschen kann man ja auch, by the way. Kostet mich jetzt 300 Dollar, wenn ich eine tote Kreatur tausche. 400 meine ich. Und sonst kostet es mich 300. Genau. Finde ich schwierig. Finde ich alles sehr schwierig. Also, Dollar so viel Macht zu geben, aber hey. Man darf anscheinend nicht den individuellen Skill jetzt nur noch bewerten, ohne dass da Dollar irgendwo im Spielchen sind. Er wird auf jeden Fall zum Flugsaurier wechseln, wenn ich mit einer Amphibie anfange. Wenn ich mit dem Indominus Rex anfange, wird er zu einem Amphibie wechseln. So oder so wird der Sekodontognathus dann als zweites dran sein oder ein Dorn im Auge. Das heißt, ich fange mit einem Indominus Rex an. Nimm dann Pterodactylus, weil der so oder so gegen beide besser wäre. Ich könnte Indominus Rex auch opfern. Ja, und dann Meteorichus. Das ist gar nicht so leicht. So perfekt kann man sich da strategisch gar nicht davor aufbauen. Muss ich fast berühren, ey. Ey, was sind die Ruckler heute, Mann? PC. Hey. So alt bist du auch nicht. Boah, der Cerato, ey. Ist der schnell. Unser Indominus Rex sollte eigentlich als stärker bewertet werden. Aber jetzt sehen wir gleich anhand dessen, wie feige er spielt. Yo, er wechselt nicht. Er wechselt nicht. Okay, er spielt defensiv. Ja, ja, er wird unser Indominus Rex tendenziell als stärker. Er will sich erstmal hochfarmen. 3 Punkte. Er hat 3 Punkte, Leute. Unser Meteorynchus wird... Warte mal. Das war jetzt dumm. Ich hätte ihn einen Punkt noch zwingen können, wenn ich mit Donus Rex ihn getötet hätte. Ich muss ja hoffen, dass er auf einen... Ah, shit. Dass er... Nachdem ich etwas getötet habe, wechseln muss. Und nicht, dass ich jetzt... Das ist wie ein Trade. Wisst ihr, das Problem ist jetzt, dass wir danach gegen den Flyer... Ah, shit. Also ich denke erstmal, er hat von 3 Punkten maximal 2 auf Verteidigung. Er hat gar keinen Punkt auf Verteidigung. Sie safen sich die Scheiße hoch. Oh, shit, das kann loose werden. Shit, das kann loose werden. Verdammt nochmal, das kann loose werden. Was tue ich denn? Junge, und wie das loose werden kann. Verdammte Axt. Junge, er hat noch 3 Punkte übrig. Fuck, er hat noch 3 Punkte übrig. Boah, saved er die oder nicht? 3 Punkte. Mit 2 töten wir ihn nicht. Ach, Mist. Ich darf auf gar keinen Fall Indominus Rex gegen die Amphibie kämpfen lassen. Jawohl, es ginge schon auch. Wir saven jetzt alle. Er saved alle! Was zum... Er spielt so defensiv. Er greift mit allen an. Okay, 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 okay. Mist, das habe ich verblayt. Da habe ich einen Fehler gemacht. Boah, 27k. Okay, es ist aber noch rettbar. Es ist noch rettbar. Vorsichtig im Spiel. Oh doch, mit 2 hätten wir ihn umbringen können. Das ist gut zu wissen. 900 Attack hat er. 3 Punkte werden uns töten. 2 nicht. Ja gut, dann ist er tot. Könnten 2 uns töten? 900 mal 2 und dann... Ist mir nicht geheuer. Ist mir ehrlicherweise nicht geheuer, weil 3 Punkte von uns töten ihn sowieso. Dann machen wir sicherheitshalber, gehen wir mit 3 in Defense. Okay, geht doch durch den Trade. Aber wie gesagt, dieses Trading war eben sonst mit Gyros Fernkämpfen.
also Events, ne, nennen wir es, es gab das Event. Eigentlich, dass du deine Kreatur geopfert hast, war nicht gut. Und das ist jetzt hier egal, dadurch, dass du sie ja wieder reviven kannst. Das, ja, finde ich sehr schade. Das finde ich sehr schade. Muss ich einfach sagen. So, Last Fight, der alles Entscheidende. Ein Pflanzenfresser, okay, das heißt schon mal, nur wegen einer Amphibie würde ich jetzt auf gar keinen Fall nicht den Indominus Rex, also nur wegen einer würde ich nicht den Indominus Rex nicht mitnehmen, ne? Also ich würde ihn auf jeden Fall mitnehmen, obwohl es eine Amphibie da ist. Ganz simpel. Jetzt haben der Art da aber auch den Giga da. Boah. Puh. Er wird zum Caprosuchus dann wechseln, wenn ich... ich brauche mehr Leben. Ich brauche mehr Leben. Der Pterodactylus ist fast Two-Shot gefühlt. Der ist noch schlechter. Limitiert und VIP-Kreatur, ja klar. Schaffen wir es mit dem Bargehir-Beton? Schaffen wir es mit dem Bargehir-Beton? Der Giga macht nicht viel Schaden, aber er hält so viel aus. Und dann wäre natürlich 600 Schaden mehr nicht verkehrt. Der Bargehir-Beton wird wahrscheinlich 6 Punkte brauchen. Oder was sind es? Könnten 5? 5? Doch, nee, 5 werden es sein. Und der Meteorynchus könnte auch schon... Der könnte mit 4 schon töten. Also mit 4 bin ich mir sehr sicher, killt der Bargehir-Beton ihn nicht. Oder kriegt man ein Drittel mehr. Und 4 Punkte wären ja 6.000. Drittel mehr 2.000, könnte es knapp hinhauen noch. 2.000 noch drauf. Dann sind wir bei 8.000 nämlich. Leute, wir könnten Event drauf drum schissen. $200, das kriegst du so schnell wieder. Also wirklich, drauf drum schissen. Ich bin nur am überlegen wegen der Reihenfolge. Wenn ich jetzt mit dem Indominus Rex starte, wird er ja 100%ig zum Capro wechseln. Dann töte ich den Capro mit Meteorynchus, wenn ich den Indominus Rex opfere. Dann ist er mit dem Giga, hat den Klassennachteil, aber keine Kreatur mehr. Oder an sich keine Kreatur, die gegen Meteorynchus gut ist. Ja doch, ist auf an zweiter Stelle die Kreatur, die klassenmäßig gar keinen Nachteil hat. Also ich würde wirklich dafür... Talmox sicherheitshalber mal fortdamagen oder gehen wir ins Safe? Caprosuchus kann es eh nicht mit 2 Punkten töten. Meteorynchus braucht 3 Punkte. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er mich eine Runde überleben lässt, habe ich dann eh 3 Punkte. Okay, ich würde einmal fortdamagen. Zack. Dann ist er sicherlich One-Shot von dem Rest. Das ist schon mal... Ja doch, nee, nehme ich mit. Den Punkt nehme ich auf jeden Fall mit. Er denkt sich auch, den Punkt nehme ich mit. Aber er muss jetzt wieder 2 Punkte einsetzen. Er hätte auch nur einmalig 2 Punkte gebraucht sonst. Du, den opfern wir. Er ist vor allem strategisch sehr klug gewesen jetzt von mir. Weil selbst der Pterodactylus dürfte den Zalmoxis jetzt one-hitten. Das sollte selbst für ihn kein Problem sein. Ja, nee, gar kein Problem. Gar kein Stress. Muss ich gar nicht nachgucken eigentlich. Ja gut, er hat ja gar keine Punkte mehr. Ja, passt. Nee, das war gut, so aggressiv zu spielen. Aggressiv spielen ist ja echt... Zahlt sich aus. Aggressiv spielen zahlt sich aus. Was soll er machen? Schaut euch den Mist mal an. Viel Leben kann teilweise so nutzlos sein. Das hätte... richtig jetzt noch in die Hose gehen können, oder? Nee, eigentlich nicht. Pterodactylus hätte auch den Giga dann umgebracht. 1600 mache ich ja. Der hätte mich gerade umbringen können, der Zalmoxis. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Einen Defense hätte ich gebraucht. Naja, er hat so viele Punkte. Bam. So, jetzt kann auch der Pterodactylus auf jeden Fall den Giga umbringen nächste Runde. Wir haben 8 Punkte uns angespart. Okay. Ja, das habe ich jetzt nicht gesehen. Das war schlecht. Dass er auf Zalmoxis gewechselt hat und eigentlich 2 Punkte übrig, ja, einsatzfähig gehabt hätte, weil ich nichts in Verteidigung hatte. Naja.
GG. Boah, bitte Bagesuchus, ey. Aber wie ist es ja so oft so, wenn das Spiel einem eh etwas geben, oder an sich so oft ist es so, wenn irgendjemand dir echt eh was geben möchte und du willst es, sage ich jetzt mal, noch gieriger bekommen, dann kriegst du es nicht. Dann kriegst du es nicht. Daher, bitte Bageso. Nein, es ist Sakusuchus, Mann. Es gibt nur einen Legendary. Nein! Ich hatte aber von zwei aus drei Fällen war es schon ein limitierter. No. Das wäre so schön gewesen. Nein. Nein. Ach so, Bagheripeton, so heißt er ja. Mann, I want you. Ich will dich haben. Wie kriegt man dich? Von der Terry, Alter. Dangerous. Dangerous looking animal. Will dich haben, ja. Wie krieg ich dich? Wie krieg ich... Oh nein. Ja gut. Das wäre jetzt natürlich das Sahnehäubchen auf der Kirsche gewesen, ne? So sage ich es ganz gern. Aber ja. Man kann nicht alles haben. Ich versuche ihn privat zu bekommen. Wenn ich ihn nicht bekomme, dann ist es halt so erstmal. So, wir machen noch einen Kampf von euch. Ach ja, genau. Und zwar in der ersten Folge, wo ich auch ein Team kämpfen lassen habe von euch. Das war von Spinosaurus 2011, weil du hast das letzte Team reingesendet. Schick in diese Folge nochmal ein Team. Ich hoffe, du hast bis jetzt geschaut und ich werde es garantiert dran nehmen. Daran werde ich mich erstens erinnern wollen jetzt, tryhard-mäßig. Und genau, ich werde es garantiert dann dran nehmen. Erstens, weil ich mich mit euch hier mehr wieder connecten möchte und durch diese Erinnerung, ne, kommt es vielleicht. Und zweitens, genau, weil ich dich halt schon mal genommen habe, ich möchte jetzt aber ein anderes Team nehmen. Ich hoffe, das ist okay. So, wir nehmen das Team von X-Leon. Ach, er hatte Flashbacks an früher, wie schön. Wir nehmen, du willst... Obwohl, warte mal. X-Leon, dich habe ich genommen. Rajas Tegel. Oder habe ich euch beide? Ich habe euch beide dran genommen. Okay, Spinosaurus, dann weil die Zeit jetzt nicht reicht, nehme ich jetzt das Team von X-Leon. Und dein Team nehme ich dann nächste Folge. Genau, euch beide habe ich genommen. Jetzt, salah, jetzt bin ich wieder dran zugekommen. Gut. Das sieht doch ganz gut aus für uns, wenn ich das so... Ja, doch, gar kein... Nicht ein Klassennachteil. Nicht einen Klassennachteil. So hat man das gerne. Ja, ich fand's eh toll, dass... Wie gesagt, diese Unterstützung kommt super, es kommt alles... Es wird wieder besser, Leute, ich... Ich muss jetzt durch vieles durch und ich finde es toll, dass ich hier diesen Safe Space, was mein YouTube-Kanal heißt, habe. Ich freue mich natürlich dann, wenn ich wieder endlich wie gewohnt auch dafür, ne, für Werbung was reinbekomme. Aber wenn es jetzt erstmal noch nicht geht, dann ist das so. Und ich finde es eh den Hammer, dass sich da Leute bereit erklärt haben, mir was zu spenden. Also das muss ich ja ehrlicherweise sagen. Nichtsdestotrotz bin ich davon gerade sehr abhängig. Und davon auch der YouTube-Content. Wie gesagt, das kommt gerade nur, weil es so möglich ist. Sonst hätte ich bis Oktober gewartet. Und genau. Wer da Teil von sein möchte, jeder Euro zählt auf gut Deutsch. Wirklich, jeder Euro zählt. Es gibt auch die Möglichkeit, nur 1 Euro zu spenden. Und genau, es ist verlinkt in den Kommentaren, in der Beschreibung. Aber nur, wenn ihr alt genug seid, bitte machen. Und wenn es euch erlaubt wird. Andernfalls, ja... Wie soll ich sagen? Kurbelt den Algorithmus ran. Macht schön Kommentare, werden bitte schreiben. Die Videos sollen wieder gut geklickt werden. Und wenn das so hinhaut, dann denke ich mal, wird YouTube mir doch wieder Rechte geben. Also, ich bin da guter Dinge. So, kam jede Kreatur zum Einsatz. Und des Mitetoceras wird das Ende machen. Oh ja. Ich hoffe, du bist zufrieden mit diesem Kampf. Sehr schöne Animation, ey. Sehr schöne Säbelzahntige Animation. Gut.
Halbe Stunde Hammer. Ich bin gespannt, was für ein Logo Shinyago gecraftet hat. Ich lass mich überraschen. Bis zum nächsten Mal. Das war euer Marcel. Vielen Dank für jede, also wirklich für jeden Cent, den ich bisher von euch bekommen habe. Und ja, irgendwann werde ich nicht mehr durch Almosen wohl leben müssen. Ciao.